Und nicht nur in Düren sind Menschen auf Polizisten losgegangen. Gestern versuchten Polizisten am Hauptbahnhof Gelsenkirchen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen zu schlichten. Dabei rannte plötzlich ein 15-Jähriger mit einem Messer auf die Beamten zu. Die zogen ihre Dienstwaffen und erst nach der Drohung zu schießen ließ der Junge das Messer fallen und flüchtete. Er wurde wenig später dann festgenommen.